aber es klang so unwahrscheinlich. Doch es war Realität. Wir wurden tatsächlich als VIP-Gäste der Stadt Oman vom Bürgermeister Ahmed bin Abbas und einer hochrangigen Gemeindedelegation sowie vom österreichischen Botschafter Dr. Clemens Koret und Konsul Gerhard Wieder am Flughafen persönlich begrüßt. Und das knapp vor Mitternacht. Das war schon mehr als nur eine höfliche Geste. Ihr redet jetzt ganz
Herzog Johann Jodler.
Thank you.
bei anderen Menschen bedanken. Bei Menschen, die natürlich mit mir leben und die mir sehr wichtig sind. Und wenn man dann wochenlang, weiß nicht wo, überall geistig ist und gar nicht anwesend ist und proben geht und organisieren geht, ist das oft nicht einfach. Und dafür möchte ich mich stellvertretend, natürlich weil es vielen in der Band so geht, bei den Familienmitgliedern bedanken, die eigentlich natürlich, wenn wir da musizieren, vielleicht nicht mit dabei sind oder halt dann alles auf sich nehmen müssen, was sonst auch mein Part wäre. Und ich bedanke mich bei der Monika, meiner Frau, Christoph und Linda. Ich bin so stolz, weil die waren schon vor ein paar Jahren bei meinen Konzerten hier im Kunsthaus dabei. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und für euch alle, die ihr da immer ja, mit uns das alles 15 Jahre begleitet habt, möchte ich die nächste Nummer spielen. Eine Nummer von Maynard Ferguson, der das auf seine letzte CD, bevor er verstorben ist, aufgenommen hat. Keine leichte Nummer für mich, aber wir werden das schon schaffen. Eine Nummer, die wahrscheinlich fast jeder kennt und schon weiß nicht, wie oft dargeboten wird. Caruso. Thank you.
einen wunderschönen guten Abend. Urge is back in town. Liebes Publikum, es gibt Geschichten, die sind so traurig, dass man sie fast nicht erzählen kann. Und ich möchte euch jetzt gleich zu Beginn eine solche erzählen. Es war einmal ein kleiner Käfer. Und dieser kleine Käfer ging auf die Reise im tiefsten Winter aller Winter. Und dieser Käfer hat etwas ganz was Besonderes an sich. Dieser Käfer, wenn er einatmet, erzeugt ein Geräusch. Wenn er ausatmet, ebenfalls. Und dieser Käfer perfektionierte diese Technik so, dass er Jazz-Standards spielen konnte. Einmal machte sich der kleine Käfer, der Trötenkäfer, der Trompetenkäfer, auf und kam nicht mehr nach Hause. Seine Mama saß im Käfersofa und wartete. Wo ist mein Käfer geblieben? Wird ihm etwas zugestoßen sein? Ist ihm etwas passiert? Und die Geschichte ist so ergreifend, ihr merkt es, dass man fast nicht darüber sprechen kann, man muss ein Lied darüber schreiben. Wir haben uns selbst therapiert und den Trötenkäfer geschrieben. It's Latin time! Nebel liegt über dem Tal und alles schläft bereits. Unnütz aufzubleiben, alles schläft bereits. Ein kleiner Trötenkäfer, Er bläst zwei Jazz-Standards. Ein kleiner Trötenkäfer, er macht einen Job gar nicht schlecht. Er checkt, dass alles nur so checkt. Er checkt wie nie zuvor, das Eis deine Heimat durch den Schnee. Bist schon ganz verloren in den finalen Schnee. Und plötzlich setzt sich nieder, ob sterben wird. Streckt von sich wieder, was aus ihm heute Nacht noch wird. Er checkt, dass alles nur so checkt. Er checkt wie nie zuvor, das Eis vibriert auf dem Essen. Ja, ja. Thank you.
meine Zandwahl und Trumpet! Ich bin ja schon 50, du bist es glaube ich jetzt auch schon. Und ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Schau mal, die goldene James Morrison Trompete mit dem goldenen James Morrison Mundstück. Möge dir zu deinem Festtage das Beste spielen, was ich zu bieten habe, mit dem Panorama vor Weiz. Alles klar. Machen wir zuerst das noch. Alles Gute zum Geburtstag!
Amen.